Herzlich willkommen im VIP-Raum des Rosenheimer Kartrennstadions. Heute am Sonntagabend nach einem turbulenten Spiel. Stabels Rosenheim gegen den Schwenninger ESC. Endstand 2:1. Wir schauen erst kurz auf die anderen Ergebnisse. Heute gab es viele knappe Spiele. Kaufbeuren schlägt Hannover 5:4 nach Penaltyschießen. Die Lausitzer Füchse verlieren gegen Klimmitschau 3:4 nach Penaltyschießen. Bietigheim schlägt Dresden mit 6:3. Landshut gegen Rissersee ebenfalls 6:3. Und Ravensburg liegt im letzten Drittel gegen Heilbronn mit 1:2 im Rückstand. Hier heute in Rosenheim 2:1 Sieg der Star Bulls, 0:1 in der 12. Minute durch Philipp Schlager, der Ausgleich durch André Strakow in der 58. Minute und der Siegtreffer dann durch Corey Quirk in der 60. Minute. Bei mir die beiden Trainer, darf ich begrüßen, Jürgen Wumrich aus Schwenningen und Franz Stehr, unser Stabelscoach. Ja Jürgen, es ging turbulent zu in den letzten Minuten. Ihr habt lange 1:0 geführt, habt die Rosenheimer mit, sag ich mal, konsequentem Defensivspiel entnerven können. Und der Druck am Schluss war so groß, dass noch 2 Tore gefallen sind. Ihr geht mit leeren Händen nach Hause. Haben sich deine Nerven beruhigt oder kochst du innerlich noch? Ja, guten Abend. Das heißt beruhigt. Ich denke, wir haben nicht defensiv gespielt, was wir haben halt fast nur Unterzahl gespielt, speziell im letzten Drittel. Wir haben, denke ich, über weite Strecken, das erste und zweite Drittel war Rosenheim auch sehr stark, wir waren sehr ausgeglichen, aber wir haben halt heute einfach zu viel Unterzahl gespielt. Speziell im letzten Drittel, denke ich, wollte irgendwann der Schiedsrichter eigentlich, dass halt Rosenheim noch gewinnt und im Endeffekt hat er es aber geschafft. Und deshalb sage ich, ich bin natürlich enttäuscht, wir haben uns heute viel vorgenommen. Es geht ja um den Platz 3, den wollten wir unbedingt verteidigen. Ich denke, so sind wir auch aufgetreten, aber nichtsdestotrotz, wir haben heute verloren. Die letzten 2 Minuten, das Spiel dauert 60 Minuten. Zum Schluss haben wir es leider dann nicht mehr über die Zeit retten können. Die Mannschaft hat hervorragend in Unterzahl gearbeitet, hat über weite Strecken in Rosenheimer da wenig zugelassen und von daher bin ich schon sehr zufrieden mit der Unterzahlleistung, aber unser Unterzahltraining ist eigentlich immer donnerstags, also von daher hat sich das leider auf Sonntag verschoben. Danke. Ja, Jürgen, man merkt, du bist nicht einverstanden mit der Leistung vom Schiedsrichter. Ich glaube, jeder hat sich heute seine Meinung selbst gebildet in diesem Spiel, deswegen wollen wir das gar nicht weiter vertiefen. Du hast gesagt, ihr wolltet jetzt hier nach Rosenheim kommen, wollt den dritten Tabellenplatz sichern. War das wirklich das Ziel oder habt ihr noch nach oben geschielt? Tabellenplatz 1, Tabellenplatz 2 waren nicht so weit weg. Jetzt seid ihr erstmal auf Tabellenplatz 4 runtergerutscht. Was ist jetzt das Ziel? Wollt ihr unbedingt den dritten Tabellenplatz zurückholen oder ist Hauptsache das Nahziel, Platz 4 zu verteidigen, Heimrecht in den Playoffs? Ja, in erster Linie wollen wir natürlich, denken wir jetzt ans nächste Spiel, das wollen wir jetzt gewinnen gegen Heilbronn, das wird schwer genug, aber natürlich wollen wir uns so gut wie möglich platzieren und uns vor allem das Heimrecht sichern. Aber wir haben jetzt noch 4 Spiele vor uns und da müssen wir einfach so versuchen, möglichst viele Punkte zu holen. Okay, kurze Nachfrage noch von mir. Euer Spieler, der Whitford, hat sich verletzt im zweiten Drittel. Da gab es einen Zusammenprall, vielleicht war der Stock dabei. Ich habe es nicht genau gesehen. Er ist mit Blut in der Wunde liegen geblieben. Gibt es da schon eine Diagnose, was da passiert ist? Ja, der war im letzten Drittel schon wieder dabei. Der hat den Puck ins Gesicht bekommen von unserem eigenen Spieler. Der wollte rausschießen. Der ist genäht worden und wie halt harte Eishockeyspieler sind, genäht und wieder zurückgekommen. Okay, Jürgen, danke dir. Franz. Glückwunsch zum Sieg. Ich glaube, die Mannschaft hat ja insofern eine tolle Moral bewiesen, dass sie Geduld gehabt hat, sich nie aufgegeben hat, an die Chance geglaubt hat und sie ist am Schluss belohnt worden. Ich glaube, du bist mit der Mannschaft, vor allem mit der Einstellung der Mannschaft, heute wirklich zufrieden. Ja, ich glaube, ja, jeder, der da war, hat gesehen, die Mannschaft hat 6 Minuten brutal gearbeitet und wir haben gewusst, Schwenningen hat ein sehr gutes Unterzahlspiel. Wir haben auch gewusst, wie sie Überzahl spielen, es hat nicht so funktioniert, wir haben uns das auch auf Video angeschaut, aber es war irgendwie fast perfekt gespielt, bis 1:0. Es war natürlich insofern schwierig, weil wir wollten mit 4 einspielen. Der Gottwald hat sich am Nachmittag krank gemeldet. Ja, und dann habe ich einen Gaucher nach vorne, aber mit meinen Andres hinten gespielt. Und dann passiert ein Simon, ein Check, wahrscheinlich Innenband, Kreuzband, Verletzung. Ja, und dann haben wir wieder alles umstellen müssen, weil die Überzahl rein haben natürlich nicht mehr gepasst. Wir haben ja nichts, es war nichts eingespielt. Von dem her war das ein bisschen schwierig. Im letzten Drittel habe ich dann noch mal anderes rausgenommen und habe 2 starke reingemacht, eben mit
Streikhoff, Beindl, Stevens, dass wir da vielleicht noch ein Tor schießen können und dann mit dem Robin und mit dem Zick und mit Joffi, die dann mit dem Micky und mit dem Sänger das Ergebnis halten und die anderen zwei schauen, dass zwei Reihen das ein Tor schießen können. Mit Torschüssen der wir uns halt nicht unbedingt leicht. Ich meine, Schwenningen hat ein hervorragendes Unterzahlspiel gehabt. Die Zuschauer haben immer geraunt, weil meine Verteidiger nicht unbedingt geschossen haben. Ist natürlich immer schwierig, weil wenn immer einer in der Schusslinie ist, dann ist das schwierig zu schießen. Ja, da muss man entweder gleich schießen, wenn man einen Pass kriegt, und dann muss auch einer vom Tor sein. Wir sind natürlich froh, dass wir heute das Spiel gezogen haben und die Mannschaft hat wirklich brutal hart gearbeitet und 5 gegen 5, glaube ich, haben wir auch sogar mehr Chancen gehabt, klarere Chancen wie Schwenningen. Dort Überzahl, wir haben dann sehr viel Überzahl gekriegt. Ja, das war dann natürlich ausschlaggebend letztendlich und ich habe es glaube ich im Radio interview gesagt, dass die Special Teams wahrscheinlich das Spiel entscheiden werden. So war es auch. Wir sind froh, dass wir die Punkte haben. Ich muss auch sagen, die Mannschaft hat auch gegen Heilbronn oder Weißwasser hervorragend gespielt. Wir haben nur dumme Tore gekriegt und das ist halt im Sport so. Und heute haben wir halt vielleicht auch das Glück gehabt, dann, dass wir es auch noch ziehen und das haben sie sich auch verdient. Danke. Ja, Franz, ich hätte gleich noch nachgefragt, 6. Spielminute. Da gab es einen Zweikampf, wo der Simon Menzel beteiligt war, das liegen geblieben, ist offensichtlich eben in einer schweren Verletzung ausgegangen. Wie hast du die Szene gesehen, wie die passiert ist? Ich konnte es nicht genau sagen. Das waren mehrere Leute da zwischen mir und der Szene. Ich konnte es nicht sagen. Wir müssen das auf Video anschauen, ob das der Fall war oder nicht, weil ich weiß es nicht. Okay, noch eine Nachfrage. Du hast gesagt, Stefan Gottwald, Grippe geschwächt, hat er nicht spielen können. Du hast den Ryan Goucher in Sturm beordert. Wie warst du mit seiner Leistung zufrieden und ist das eine Option für die nächsten Spiele, den Ryan auch in Sturm zu bringen? Ja, das war insofern die einzige Option, dass ich dann sagen habe, ich kann mit 4 Reihen spielen, weil 2 Spieler waren gestern heute bei der DNL dabei. Ich hätte gar nicht mehr anders wechseln können, um mit 4 Reihen zu spielen. Weil der Mirandes Max ist ein Verteidiger, der konnte es vorne nicht. Dann haben wir gesagt, gut, der Max spielt hinten und der Ryan, der kann ja Stürmer spielen und ja, so ist ja eigentlich im Großen und Ganzen geklappt. Okay. Bevor wir zu den Fragen kommen, schauen wir schnell nach vorne. Nächste Woche nur ein Spiel, keine Auswärtsfahrt. Heimspiel gegen Bremerhaven. Kommt es jetzt gelegen, dass so eine kleine Pause ist am Freitag? Und wie sieht das Programm aus? Hat die Mannschaft das erste Mal frei oder geht es einfach ganz normal weiter? Ja, ich habe meine Regeln wieder mal gebrochen und habe ihnen am Dienstag freigegeben. Ich habe gesagt, nach dem Kaufbeuren, nach Weihnachten, habe ich einen Tag zu viel freigegeben. Bloß wir haben dann noch 4 Trainingseinheiten vor dem nächsten Spiel. Also die haben am Dienstagabend die jungen Spieler, die Freiwilligen können kommen. Und dann haben wir Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag Training. Das reicht, dass wir dann am Sonntag gegen Bremerhaven möglichst fit wieder aufs Eis kommen. Und da hoffe ich, dass der Botti wieder da ist. Und jetzt müssen wir schauen, morgen, was bei Simon nicht so schlimm ist, aber wie gesagt, müssen wir erst abwarten. Die Mannschaft ist jetzt Dritter. Hat zwar noch ein Spiel weniger als Schwenningen, ist ja am nächsten Freitag spielfrei. Trotzdem gibt es eine Zielsetzung jetzt für die nächsten 3 Spiele. Will man Dritter bleiben oder ist es wichtig, den 4. Platz zu verteidigen? Ja, wir wollen soweit alles gewinnen, was zum Gewinner geht. Das ist immer die Devise von einem Sportler. Wo wir dann letztendlich landen, ich meine, vor der Saison, wenn das jemand gesagt hat, dann hätte ich gesagt, oh, bleib mal ganz ruhig, dass wir da vorne spielen. Für mich persönlich ist ein bisschen eine Enttäuschung ist die Zuschauerresonanz. Da kann man zwar sagen, ja, die haben 2 Heimspiele verloren, aber wie? Die Mannschaft hat ja sehr, sehr gut gespielt. Wir haben bloß ein paar Tore gekriegt. Das ist halt im Sport so. Und das ist für mich persönlich schon ein bisschen enttäuschend, weil wie wir aufgestiegen sind oder wie es geheißen hat, wir steigen auf, hat jeder geschrieben, ja, super, super, ist egal, wie wir spielen, hauptsächlich wir sind in der Liga und wir kommen schon. Dann spielt der Erste gegen den Dritten und dann hast du 1900 Zuschauer. Das ist für mich persönlich ein bisschen enttäuschend. Aber die harten Fans sind da und die sind auch für uns wichtig. Und die Laufkundschaft hoffentlich kommt auch wieder mal.
1929 Zuschauer waren es heute. Ich glaube, die Zuschauer, die da waren, haben erstens eine gute Stimmung gemacht und haben zweitens auch eine tolle Rosener Mannschaft gesehen. Werden wiederkommen, nehmen hoffentlich den einen oder anderen mit am nächsten Sonntag. Und dann haben wir noch das Derby zum Abschluss gegen Landshut. Zum heutigen Spiel gibt es Fragen aus der Runde von Seiten der Pressevertreter an die beiden Trainer. Ist nicht der Fall. Ich habe schon gesagt, nächsten Sonntag geht es weiter für die Star Bulls mit einem Heimspiel gegen Bremerhaven, 18 Uhr, Spielbeginn im Katrainstadion. Jürgen, ich wünsche euch eine gute Heimfahrt, trotzdem einen schönen Abend noch und ich glaube, es wird eine tolle Playoff-Runde mit Rosenheim und mit Schwenningen. Dankeschön.